Ekelhaft. Beatrix von Storch wurde Ende August mit Kacke beschmiert. Warum? Weil sie für die AfD im Bundestag sitzt. Das allein ist ein Skandal. Jetzt kommt aber eine noch krassere Wendung in den Fall. Denn der Täter ist kein Unbekannter. Es gibt Indizien dafür, dass hinter der Code-Attacke ein öffentlich-rechtlicher Sender steckt. Alle Details in dieser Sendung, bleiben Sie dran bis zum Schluss, dann erfahren Sie auch weitere Fälle von GEZ-Inszenierungen. Das ist der Brennpunkt des Tages. Es war am 25. August 2023, da hatte Beatrix von Storch einen Auftritt in Daun in Rheinland-Pfalz, in der Vulkaneifel. Sie hatte einen Vortrag gehalten über die WHO und die ganzen Verstrickungen zu privaten Geldgebern wie Bill Gates. Und nach der Veranstaltung stand sie noch für Fotos zur Verfügung. Und da kam ein Mann, der vorgetäuscht hat, dass er mit ihr ein Foto machen wolle. Das war aber nicht sein eigentlicher Plan. Die beiden haben sich aufgestellt und da holt der Mann einen Batzen Kot aus der Tasche, Steffi, und schmiert es der Beatrix von Storch auf die Brust und auf den Bauch. Wenig später kursierte dann auch ein Video im Netz, zum Beispiel auf Bild TV. Da haben wir einen entsprechenden Einspieler. Ja. Achtung, es wird eklig. Am Rande eines öffentlichen Auftritts in der Eifel gibt ein Mann vor, ein Selfie mit von Storch machen zu wollen. Der Mann zieht aus seiner linken Jackentasche einen Kothaufen, schmiert diesen der AfD-Politikerin über den Bauchbereich, verschwindet dann aus dem Saal. Ich finde auf jeden Fall cool, wie sie noch den Kothaufen hinterher wirft, ja, dem Angreifer. Ja. Ja, sie hat sehr schnell und beherzt reagiert. Ja, also nicht schlecht. Eine Kämpferin, eine Mut, Amazone, ja. Spricht genau für sie, ja. Und ja, wenig später hat sich ja der Täter mit Namen und mit Foto geoutet sozusagen in der Bild-Zeitung. Es handelt sich um Christian Stein, das ist ein Grafikdesigner und Künstler, der auch schon mehrfach, und das ist das Interessante, vom SWR interviewt worden ist. Und jetzt gibt es einen bemerkenswerten Zufall. Der SWR war das einzige große Medium, was bei dieser Veranstaltung dabei war, obwohl es eine sehr kleine Veranstaltung war, wo eigentlich kein großes Medium hätte dabei sein müssen. Und der SWR war das erste Medium, was über diese Code-Attacke berichtet hat. Das heißt, es liegt nahe, dass entweder eine Information dem SWR zugesteckt worden ist, im Vorfeld von seinem Interviewpartner Christian Stein, dem Code-Angreifer, oder aber, dass der SWR das Ganze inszeniert hat, um irgendwie Unmut gegenüber der AfD zu dokumentieren oder halt um einfach Schlagzeilen zu machen. Ja, also wenn das Argumente sind gegen den politischen Gegner, ist unsere Demokratie, unser politischer Diskurs im wahrsten Sinne des Wortes in einem beschissenen Zustand. Das geht überhaupt nicht. Und dann war ja auch zeitgleich die Meldung heute, dass ein Informatikstudent in Düsseldorf verurteilt worden ist wegen Verunglimpfung des Staates. Er muss 1.500 Euro Bußgeld zahlen und die Prozesskosten, weil er Corona-Deutschland einen Drecksstaat nannte. Also er hat das Wort Drecksstaat gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war ein tätlicher Angriff mit echtem Code, echtem Dreck, was dabei herauskommt. Und ja, ich denke mal, das wird auch ausgehen wie das Hornberger Schießen. Und hier sieht man den Angreifer übrigens in einem, ja, dieser SWR-Formate, wo er vor der Tat interviewt worden ist. Ja, das liegt ja alles nahe, ne, was ja da ist. Wir haben ja auch noch einen Einspieler zu seiner Arbeit. Genau, also man muss dazu sagen, er wurde gleich zweimal im Vorfeld interviewt, nämlich im Februar und im Mai. Und zwar beide Male in der sehr großen Sendung Landesschau Rheinland-Pfalz. Also wenn man wissen will, was in Rheinland-Pfalz los ist, dann schaut man eigentlich immer diese Sendung als GEZ-Zuschauer. Und in diesem Format, in dem wirklich großen Format, wurde er zweimal im Vorfeld der Kacke-Attacke interviewt. Das eine Mal, das erste Mal im Februar, wo er seine Arbeit vorstellt. Können wir mal kurz reinschauen. Zwei Räume weiter im Kassenlager. Der Siebdruckkünstler Christian Stein hat noch einen Auftrag. Ich habe eigentlich früher viel Streetart gemacht und dachte mir dann eigentlich, da ich die Bilder nie wirklich verkauft bekommen habe, wenn ich mal welche auf Leinwände gemacht habe, Kunst auf T-Shirts zu bringen wäre eigentlich eine gute Idee. Und die kommen auch tatsächlich immer gut an. Ja, das war sein Atelier in Kottenheim und er hat noch einen Laden in Andernach. Auch dazu gibt es einen Beitrag und zwar einen fünfminütigen Beitrag im SWR. Ist fast schon ein kleines Porträt über ihn. Mhm. Und witzigerweise geht es den Großteil des Formats darum, wie er mit Kiffen seine ADS-Störung in den Griff bekommen hat, angeblich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Nur, ich meine hier im Hintergrund
London Calling gehört zu haben von The Clash. Ja. Und das weckt leider so gewisse Grundsympathien, Erinnerungen an gute alte Zeiten. Ich war ein großer Fan von The Clash. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass man da irgendwie so eine gute alte Band einspielt. Natürlich wird er eigentlich sehr positiv dargestellt, so ein alter Sponti, ne, der sich mal einen Joint reinzieht und hat ja auch ein tolles Atelier, macht seine Arbeit. Aber wir dürfen es nicht vergessen, also ich bleibe dabei, wenn er schon ein politisches Statement setzen will, warum hat er nicht diesen Haufen Kot an die Pforten des Irrenhauses geschmiert, das einen Asylanten auf Freigang gesetzt hat, der in die nächste Bäckerei gelaufen ist, um ein Mädchen umzubringen. Ja. Sondern er schmiert diesen Haufen Kot an eine Politikerin, eine demokratisch gewählte Politikerin, die genau hier den Finger in die Wunde legt. Weil wir haben hier täglich Überfälle, Messerangriffe, Vergewaltigung bis hin zum Mord. Ja, ja. Der Typ ist natürlich ein Linksideologe, also wirklich ein Antifa der übelsten Sorte. Andernfalls wäre er nicht interviewt worden vom SWR. Richtig. Und schauen wir mal rein in den zweiten Beitrag. Ja. Wie gesagt, ein kleines Porträt über seinen Kiffen. Große Leistung, ja, wie er damit seine psychischen Probleme zu behandeln versucht. Zu der Zeit habe ich auch angefangen ab und zu mal zu kiffen und habe gemerkt, dass das besser hilft. Halt abhängen, saufen. Nach dem Hauptschulabschluss macht er eine Ausbildung als Hauswirtschaftler. Das Ritalin ersetzt er durch Kiffen. Also ein völlig runtergekommener antifaschistischer Hänger. Und ich habe auch mal in seinen Shop reingeguckt und in seine ganzen Facebook-Auftritte, die er hat. Sein Laden heißt Mutl Bobic in der Wallstraße in Andernach. Und da habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt, was er für Produkte hat. Auch schon vor den Auftritten beim SWR, das heißt der SWR, wenn er die Seiten gecheckt hat, hätte wissen müssen, dass es sich hierbei um einen Antifaschisten handelt. Hier zum Beispiel ein T-Shirt mit Alexander Gauland, Demagoge steht darüber und dann im Kleingedruckten Fuck AfD. Natürlich extra verpixelt fürs Internet, damit es nicht allzu anstößig ist, aber da wird ja klar, wes Geistes Kind der ist. Es gibt noch andere Produkte, hier Putin als Transe, dann Cannabissocken und dann so eine Art Antifa-Braut hier auf dem Shirt. Das heißt, ganz klar, wohin dieser Mensch tendiert. Ganz klar, dass er auch ein unklares Verhältnis hat zu politischer Gewalt. Und trotzdem wird er interviewt beim SWR. Dann macht er diesen Kotanschlag und der SWR ist zufälligerweise dabei. Also für mich kann es nicht deutlicher sein eigentlich. Ja, ja, ja. Und die Nähe der GEZ-Medien zur Antifa, die Nähe, die zieht sich ja durch. Und da habe ich hier mal aus unserem Kompakt-Spezial genug gezahlt, Argumente gutes gegen die Staatsminister. Ja, also es klingt erstmal nicht so spannend, aber ich habe dann angefangen zu lesen. Es hat mich wirklich in den Bann gezogen. Ich konnte nicht mehr aufhören, die Artikel zu lesen. Es ist ein Steckbrief der Schande, was die Personalien auch angeht. Da haben wir zum Beispiel den Georg Reskle, Moderator des Monitor. Der hat auch eine offenbar linksradikale Vergangenheit. Er war beim Radio Dreieckland und sagt, zu seinen Grundsätzen gehört Antinationalismus. Super. Und alles schön und gut, aber das Neutralitätsgebot nimmt er natürlich nicht ernst. Er fordert der AfD keinen Raum, keine Bühne und erst recht keine Stimme zu geben. Da haben wir die Dunja Haladi mit der Pumuckl-Frisur und dauergrinsend. Die unterstützt ebenfalls mehrere Gruppen aus dem Antifa-Dunstkreis und bekam wahrscheinlich auch deshalb 2018 sogar das Bundesverdienstkreuz. Da haben wir natürlich Anja Reschke. Anja Reschke. Ja, in ihren Sendungen wie Panorama machte sie immer Werbung für Flüchtlinge, da kommen wir auch noch zu, zeigte dann immer Frauen mit Kindern. Und tatsächlich aber waren mehr als ein Drittel der Asylanten junge Männer zwischen 16 und 35. Oder Jan Böhmermann mit seinem Ekelmagazin Neo, der jüngst jetzt Nancy Faeser in die Hände spielte gegen Schönbohm. Wir haben darüber berichtet. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Sendungen, auch durch alle Medienanstalten. Und es ist eine einzige Katastrophe. Und der Hans-Georg Maaßen sagte, wir sollten über eine Reform oder Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachdenken. Sie lassen ja auch nur linke und linksextreme Künstler auftreten. Die Ärzte waren schon in den Tagesthemen oder Danger Dan, der war bei Böhmermann und so weiter. Es ist eine völlig einseitige Berichterstattung, die immer dem System in die Hände spielt. Ich möchte da gerne noch ein Beispiel kurz nennen, dass eben auch so Propagandaschranzen in die Talkshows eingeladen werden. Nur mal ein Beispiel zur Sendung Gendern, euer Ernst.
mit Moderator und Tagesthemenmann, wie heißt er, Ingo Zamparoni. Und der hat gleich zu Beginn betont, das ist hier keine Politikerrunde zu erwarten. Es sind Bürger, Menschen aus der Bevölkerung, die hier zu Wort kommen können zum Thema Gendern. Weil die Meinungsumfragen, das war letztes Jahr, gezeigt haben, dass deutlich mehr als 2/3 der Befragten die Verhunzungen, Verunstaltungen unserer Sprache ablehnen. Ja. Und dann hatte eine ganz große Klappe in dieser Sendung eine Bürgerin namens Doro Siemers. Und die wurde in der Sendung als Webentwicklerin vorgestellt. Sie sprach sich ganz entflammend für diese Genderei aus und hat alle Sprechblasen der Politiker nachgebetet. Und dann hat sie noch Zustimmung bekommen von einer anderen Bürgerin angeblich aus der Bevölkerung, Amina Aziz. So, und diese Doro Siemers ist aber SPD-Politikerin und Gleichstellungsbeauftragte der SPD in Schleswig-Holstein. Und die Amina Aziz, ihre Freundin, war auch nicht irgendwie eine zufällig ausgewählte Bürgerin aus der Bevölkerung, sondern ist regelmäßige Autorin bei der linksversifften Taz. Super. Das hat der NDR auch verschwiegen. Also statt tatsächlich Bürger zu Wort kommen zu lassen, hat der NDR so heimlich Politaktivisten eingeschleust und die sollten dann wahrscheinlich für die gewünschte Stoßrichtung sorgen. Ja. Also mit Objektivität, Neutralitätsgebot und Unabhängigkeit hat das in den GZ-Medien überhaupt nichts mehr zu tun. Und jetzt gucken wir mal weiter. Ich meine, ich bin ja sehr kunstfreundlich. Ne? Das ist für mich auch alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Jeder darf seine politischen Statements setzen, egal in welcher Richtung. Und ich kenne die Wallstraße in Andernach sehr gut. Ich kenne auch diesen Laden. Und ich finde das jetzt aus der künstlerischen Perspektive sehr interessant. Es ist ein zeithistorisches Dokument auch. Gell? Aber wir sind ja hier bei der Code-Attacke. Das geht einfach zu weit. Ja. Ja, das sind keine Argumente mehr. Also für mich ist halt selbst diese Kunst sehr politisch, stark politisch ausgerichtet, was ich immer nicht leiden kann, wenn Kunst, was ja eigentlich für reine Schönheit gedacht ist, immer so einen politischen Drall hat und dadurch so weltlich verseucht wird quasi. Deswegen finde ich so eine Art von Kunst auch nicht gerade gut. Ich wollte noch sagen, zu den Beispielen, die du gesagt hast, da gab es ja neulich auch den Fall in Sonneberg nach der Landratswahl, wo Robert Sesselmann gewonnen hat und erster AfD-Landrat geworden ist. Da hat das MDR-Format exakt Sonneberger Bürger auch interviewt, unter anderem eine Frau, die sehr gehetzt hat gegen Robert Sesselmann, die dann sogar zweimal interviewt worden ist, einmal auf der Straße, später in ihrem Augenoptikgeschäft. Margret Sturm heißt die Dame. Wir schauen mal ganz kurz rein. Dann mehr zu dieser Frau. Ich bin echt erschüttert, was da passiert ist. Wir haben hier keinen Grund zum Glauben, diesem Landkreis geht es gut. Es geht anderen viel schlechter. Und ich verstehe den Frust mancher Leute, aber nicht die Wahlergebnisse. Man muss deswegen nicht AfD wählen, das geht überhaupt nicht. Die AfD ist für mich eine gefährliche Partei und ich rechne auch damit, dass sich das hier sehr polarisiert. Ob wir Randale auf der Straße kriegen, wissen wir noch nicht. Aber wenn ich gesehen habe, wie frech die Äußerungen schon einen Tag nach der Wahl waren, wir mischen hier ganz Thüringen auf und das war erst der Anfang und solche Dinge. Ja. So viel dazu. Dann sind findige Zuschauer mal auf die Seite der Linkspartei von Sonneberg gegangen, haben da ein bisschen durchgeguckt und siehe da, es gibt eine Liste für die Stadtratswahl in Sonneberg und auf Listenplatz 17 findet sich eine Margret Sturm, Augenoptikerin, Stadtmitte, 56 Jahre. Was für ein Zufall, ja. Also das ist wirklich verblüffend. Man weiß natürlich nicht, was da im Vorfeld gelaufen ist an Absprachen und so weiter. Auf jeden Fall wurde diese Frau zweimal interviewt. Sie ist diejenige, die am meisten zu Wort kommt in dem MDR-Format. Man sucht sich natürlich die richtigen Leute aus. Und noch größere Wellen hat er geschlagen. Neulich gab es ja von Penny diese Aktion Wahre Preise, wo neuen Produkte massiv verteuert worden sind, um halt die Umweltkosten aufzuzeigen. Und da hat der WDR auch so eine Umfrage gemacht unter Penny-Kunden. Eigentlich waren alle dagegen, bis auf eine Frau, die witzigerweise, also die Frau, die da ins WDR-Mikrofon gesprochen hat, war selbst vom WDR. Auch dazu ein Einspieler. Die meisten Kunden in diesem Kölner Markt reagieren eher zurückhaltend auf die einwöchige Aktion. Nein, würde ich nicht kaufen. Warum? Ist ja in einer Woche oder zwei auch wieder anders, ne? Finde ich gut, weil es zum Nachdenken anregt. Also normalerweise denkt man nicht drüber nach, dass Fleisch jetzt so und so viel Aufschlag hat. Artikel 16a.
Der einzige Artikel in unserem Grundgesetz, der nur für Menschen gilt, die nicht aus Deutschland kommen. Laut Definition bekommen Menschen bei uns Asyl, wenn sie in ihrem Herkunftsland politisch verfolgt werden. Wird dem Asyl zugestimmt, dann bekommt die Person erstmal eine Aufenthaltserlaubnis. Und die zählt 3 Jahre lang. Danach prüft das BAMF, ob die Person immer noch Anspruch auf Asyl hat. Lautet die Antwort ja, dann bekommt die Person eine Niederlassungserlaubnis und darf in Deutschland leben und arbeiten. Ist das nicht der Fall, dann muss sie Deutschland verlassen. Das war jetzt ein Zusammenschnitt, das eine Mal als Penny-Kundin, das andere Mal bei Phoenix vor der Kamera als Journalistikstudentin, die dann später beim WDR angefangen hat als Produktionsassistentin. Also man kann sich's wirklich nicht ausdenken. Man will uns verarschen und denkt, wir bekommen es nicht mit. Ja, das ist nicht nur peinlich, sondern das ist für die gesamten GEZ-Medien auch skandalös. Weil sie haben ja ein Neutralitätsgebot. Und das wird ja regelmäßig täglich verletzt. Das ist ein Skandal. Ja. Ja. 5 Jahre Chemnitz ist ja auch. Ja, das ist wirklich hier so mit einer der schlimmsten Fälle. Wir können das noch mal kurz rekapitulieren, wie Politik in den Medien gemacht wird. Ende August 2018, wir erinnern uns, wurde in Chemnitz ein Deutsch-Kubaner von 3 Asylbewerbern ermordet. Tausende Menschen haben anschließend demonstriert, Trauerbekundungen veranstaltet und die GEZ-Medien haben die Teilnehmer sofort als gezielt als Rechtsextreme verunglimpft. ARD und ZDF haben dann in diesem Zusammenhang einen völlig unseriösen 19-Sekunden-Clip verbreitet. Der stammt von der Seite Antifa Zeckenbiss und soll angebliche Hetzjagden von den Trauernden auf Migranten belegen. Der Clip zeigt aber nur ein paar harmlos pöbelnde Jugendliche. Also hier ist ein Screenshot daraus. Ja, ja. Da gibt es ja diesen kultigen Satz, Hasi, ja, du bleibst hier. Bleib hier, Hase, ja. Und die Merkel, damals noch Kanzlerin, hat diesen Clip auch freudig aufgenommen. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben dann daraus eine gigantische Anti-Rechts-Kampagne halluziniert. Und Bundesverfassungsschutzpräsident damals, Hans-Georg Maaßen, kostet es den Kopf, als er sagte, das war alles Lüge, es gab keine Hetzjagden. Dann war seine Karriere beendet. Ja. So viel Macht haben hier die GEZ-Medien in ständiger Zusammenarbeit mit der Politik. Und das ging ja so weit, dass auch 2021, wo wir auch dabei waren, ARD und ZDF es sogar fertiggebracht haben, diese schreckliche Hochwasserkatastrophe im Ahrtal zu instrumentalisieren, als Plattform gegen rechts, weil ja angeblich Rechte, also einfach regierungskritische Menschen, wie wir auch da geholfen haben. Und dann haben sie uns auch beschimpft als Rechtsextreme. Ja. Also das haben sie fertiggebracht. Es ging ihnen gar nicht um diese furchtbaren Schicksale im Ahrtal. Es ging auch wieder darum, hinzufahren und dann zu zeigen, ja, die Rechten nutzen das jetzt hier als Plattform. Ja. Also so zieht sich das. Das ist ein Steckbrief der Schande. Ja, natürlich auch diese Macht der Bilder, ja, vor allem in der sogenannten Flüchtlingskrise, ja, während der Massenmigration, wo man immer die kleinen Kinder zeigt, ja, und die Realität sieht dann so aus, alles junge Männer. Wie hat damals der Jürgen Elsässer gesagt, also da schiebt sich wirklich so eine Masse an jungen Männern über den Balkan wie ein Lindwurm und die GEZ-Medien haben immer nur wirklich liebe Frauen gezeigt mit süßen Kindern auf dem Arm und mit traurigen Kulleraugen. Und herzerweichend, ja. Aber auch ich habe ja damals gelebt in einer hessischen Stadt mit Erstaufnahmeeinrichtung. Und da liefen auch nur junge Männer rum. Ja. Ich habe ganz selten mal eine Frau gesehen. Ja. Ja. Also so wird man beschissen und dafür muss man auch noch zwangsweise zahlen. Das ist ja der größte Witz bei der ganzen Geschichte. Du hast noch ein kleines Abschlussplädoyer. Naja gut, ich habe mir gedacht, wenn wir 8 Milliarden Euro im Jahr hätten an GEZ-Gebühren, wir hier, dann hätten wir schon längst Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Dann hätten wir schon hier einiges verändern können. Ja. Was man mit der Summe alles machen kann, für gute Arbeit, für wahren Journalismus. Ja. Und wir sind wirklich darauf angewiesen, auf Spenden. Das kostet uns hier alles eine Menge Geld. Wir haben hier Aufnahmeleiter, Kameraleute, viel Technik. Wir haben auch heute wieder Reporter rausgeschickt. Die müssen auch essen, die brauchen Sprit und eine Übernachtung und so weiter. Also ich weiß, wir haben alle nicht viel, aber wenn sie 1 Euro übrig haben und wenn es 50 Cent sind, alles hilft, auch hier die freie Presse zu unterstützen. Wenn wir 8 Milliarden im Jahr hätten, uns allen würde es besser gehen. Glauben Sie uns das? Danke, Steffi.
So viel zu der Code-Attacke. Wir bleiben natürlich an dem Ganzen dran und werden natürlich auch sehr interessiert verfolgen, was Christian Stein am Ende für eine Strafe bekommen wird. Da sind wir wirklich sehr gespannt. Sie können gerne wieder mitkommentieren auf YouTube oder auf unserer Online-Seite compact-online.de. Und jetzt folgt ein Clip, der zeigt, worum es in unserer Spezialausgabe genug gezahlt geht. Viel Spaß!